Schweizer Bankgeheimnis heute. Wie stark ist es? Hier ist die Wahrheit. Schweizer Bankgeheimnisdefinition. Das Schweizer Bankgeheimnis schützt die finanzielle Privatsphäre vor dem unbefugten Zugriff durch Drittpersonen. Auch fremde Behörden haben keinen Zugriff. Bankangestellte werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft, wenn sie Bankkontodaten offenlegen, weitergeben oder anderweitig verbreiten. Im Jahr 2015 wurde das Bankgeheimnis sogar verschärft. Seit 2015 wurde der Straftatbestand auf alle anderen Personen ausgedehnt. Insbesondere machen sich Journalisten strafbar, die illegal erlangte Bankkontoinformationen verbreiten, und zwar selbst dann, wenn die Veröffentlichung im öffentlichen Interesse liegt. Nach diesem Video wissen Sie genau, wann das Schweizer Bankgeheimnis Sie schützt und wann es Sie nicht schützt. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin Schweizer Anwalt und berate internationale Privatpersonen in Sachen Asset Protection, also Vermögensschutz. Ich habe als Compliance Officer bei der alten UBS Gruppe gearbeitet, ich war Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute leite ich die Boutique Anwaltskanzlei Caputo & Partners und bin Verfasser der Domain SwissBankingLawyers.com. Hier finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um ihr Vermögen mit Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Bankgeheimnis Schweiz. Das Bankgeheimnis in der Schweiz, besser Bankkundengeheimnis, ist ein Berufsgeheimnis, welches mit der anwaltlichen Schweigepflicht vergleichbar ist. Es schützt Kundendaten und nicht etwa Daten der Bank. Es sind Kundendaten, die geschützt sind. Es schützt kundenbezogene Bankkontoinformationen. Welche Daten fallen unter das Bankgeheimnis? Das Schweizer Bankgeheimnis schützt alle Kundendaten und Informationen, die mit der Kontobeziehung in Zusammenhang stehen. So darf der Banker die bloße Frage, ob ein Konto überhaupt existiert oder nicht, nicht beantworten. Wo wurde das Schweizer Bankgeheimnisgesetz verankert? Das Schweizer Bankgeheimnis ist im Bankengesetz, im Zivilrecht, Artikel 28 ZGB und im Datenschutzrecht verankert. Der 1934 eingeführte Artikel 43 im Bankengesetz bestraft Bankangestellte, welche im Auftrag der Bank handelnde Personen mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren Gefängnis oder Geldstrafe, wenn sie Daten zur Kontobeziehung mit Dritten teilen oder sonst wie verbreiten. Wer fahrlässig handelt, wird mit einer Buße von 250.000 Franken bestraft. Ist das Bankgeheimnis in der Schweiz aufgehoben? Nein, es ist nicht aufgehoben. Vielmehr ist es in gewissen Bereichen seit 2015 sogar stärker geworden. Allerdings gilt es in Steuersachen nicht mehr. Aber auch nur für gewisse Länder und niemals absolut. Wir werden später im Video darauf näher eingehen. Wie war das Schweizer Bankgeheimnis früher? Für ausländische Anleger war die Schweiz die attraktivste aller Steueroasen. Es war das zuverlässigste Steuerparadies der Welt. Wer im Heimatland keine Steuern zahlen wollte, eröffnete ein Bankkonto in der Schweiz. Die Geschichte zeigt, dass bereits vor 300 Jahren die französischen Könige über Schweizer Banken ihre Kolonialkriege finanzierten. Die ausländischen Steuerbehörden haben sich am Bankgeheimnis in der Schweiz bis 2017 vergebens die Zähne ausgebissen. Sie hatten keine Chance. Das Schweizer Bankgeheimnis in Kombination mit den anonymen Inhaberaktien einer Schweizer AG anonymisierte das Vermögen. Das war die Atombombe für absolutes Geheimnis. Das Schweizer Bankgeheimnis wurde vom Schweizer Bundesgericht, der Bankiervereinigung und den Politikern, insbesondere vom Finanzminister Hans-Rudolf Merz, vehement verteidigt. Es war unumstößlich. Es war unumstößlich wie der Felsen von Gibraltar in den wütenden Fluten des Meeres. Der Tatbestand der Steuerhinterziehung, in Deutschland bekannt als Steuerverkürzung, war in der Schweiz eine bloße Übertretung, also eine Ordnungswidrigkeit. Also keine schlimme Tat, kein Delikt. Steuerhinterzieher konnten sich auf das Bankgeheimnis verlassen. Sie haben es missbraucht.
Rechtshilfeersuchen wurden abgewiesen. Wann wurde das Schweizer Bankgeheimnis abgeschafft? Im Jahr 2017 wurde das Bankgeheimnis in Steuerangelegenheiten aufgehoben. Knapp über 100 Länder machen beim automatischen Informationsaustausch mit. Darunter befinden sich immerhin die wichtigsten Finanzzentren. Mit den restlichen 90 Ländern gibt es keine Abkommen. Hier gilt das Bankgeheimnis uneingeschränkt. Die ersten Daten zu den Kontobeziehungen wurden ein Jahr später, nämlich im Jahr 2018 und auch nur mit gewissen Ländern, erstmals ausgetauscht. Aufgrund des automatischen Informationsaustausches werden Kontoinformationen von Bankkunden an die ausländischen Steuerbehörden von knapp über 100 Ländern weitergeleitet. Die restlichen 90 Länder machen nicht mit, weil sie sich die teure IT-Infrastruktur nicht leisten können. Das ist ein riesen IT-Aufwand, dieser Datenaustausch. Das Schweizer Bankgeheimnis ist mit dem automatischen Informationsaustausch seit 2017 löchrig geworden, allerdings nur für knapp über 100 Signatarstaaten. Mit diesen Staaten gilt es nicht mehr für Steuerangelegenheiten. In anderen Bereichen der Privatsphäre gilt das Schweizer Bankgeheimnis nach wie vor. Im Financial Secrecy Index 2022 ist die Schweiz weltweit auf Platz 2. Die finanzielle Privatsphäre ist in der Schweiz maximal geschützt. Lesen Sie meinen detaillierten Artikel über den automatischen Informationsaustausch und Common Reporting Standard. Dort finden Sie Länderlisten mit über 100 Ländern, die sich dem automatischen Informationsaustausch angeschlossen haben, inklusive Modalitäten und Inkrafttreten der Verträge. Abschaffung Bankgeheimnis, die Folgen. Infolge der internationalen Meldungen existiert heute praktisch kein unversteuertes Geld mehr in der Schweiz. Wer Schwarzgeld hatte, konnte es nicht anfassen. Das wurde blockiert. Die Gelder wurden blockiert, Schwarzgeld wurden blockiert. Wer Geld waschen will, ist in der Schweiz am falschen Ort. Es gibt keinen blöderen Ort als die Schweiz. Er wird auffliegen. Die Banken blockieren das Konto, bis der Kunde beweisen konnte, dass er das Vermögen legalisiert hatte. Er musste der Bank die Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung vorlegen. Nur dann war das Bankkonto wieder frei. Heute ist es unmöglich, bei einer Schweizer Bank Bankkonten für nicht versteuerte Gelder zu eröffnen. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Probieren Sie es nicht, Sie verbrennen sich nur die Finger. Heute akzeptieren Banken nur versteuertes Geld. Die Schweizer Banken haben kein Interesse an Kunden mit unversteuerten Geldern. Banken wollen keine Probleme. Sie haben diese Art von Kunden nicht nötig. Die internationale Nachfrage von Kunden aus aller Welt nach Schweizer Konten ist enorm angestiegen. Seit Covid und jetzt seit dem Ukraine-Krieg. Die internationale Privatkundschaft sucht Vermögensschutz, sie sucht Asset Protection. Es gibt keine bessere Alternative zum Finanzplatz Schweiz. Hier finden Kunden den maximalen Schutz des Vermögens mit den sichersten Banken der Welt. Also Singapur ist für mich kein Konkurrent. Zudem finden Sie hier maximalen Schutz der finanziellen Privatsphäre. Seit der Covid-19-Krise und dem Krieg in der Ukraine boomen Schweizer Banken. Sie werden vom Ausland mit Geld überschwemmt, überschüttet. Je unsicherer die Welt, desto beliebter werden Schweizer Banken. So ist es nun mal. Aufgrund des enormen Druckes aus den USA und der Europäischen Union, vor allem aus Deutschland, hat die Schweiz die einfache Steuerhinterziehung als Verbrechen qualifiziert. Sie musste kurzherum ihr Strafrecht ändern, auf Druck des Auslandes. Steuerhinterziehung wird zum Verbrechen, sobald das pro Steuerperiode hinterzogene Steuersubstrat 250.000 Franken übersteigt. Steuerbetrug war in der Schweiz bereits früher ein Verbrechen. Schweizer Banken müssen Vermögen, die aus einem Verbrechen stammen könnten, an die Meldestelle in Bern melden. Das im Jahre 1998 in Kraft getretene Geldwäschegesetz hat den Banken eine Meldepflicht auferlegt. Das bedeutet, dass auch Anleger aus einem der 90 Nicht-Signatarstaaten kein unversteuertes Geld in die Schweiz bringen können. Unter den 90 Ländern, die beim automatischen Informationsaustausch nicht mitmachen, befinden sich die korruptesten und die ärmsten Länder der Welt. We fight for your money. Schweizer Banken sind vorsichtig mit Kunden aus solchen Ländern, mit hohem Geldwäscherisiko. Unter den 90 Ländern sind welche, die in den Datenlecks, wie zum Beispiel der Bankenskandal Swiss Secrets im Februar 2022 der Grossbank Credit Suisse, vermehrt vertreten sind.
Darunter befinden sich Mosambik und Venezuela. Die Behörden in diesen Ländern, Mosambik und Venezuela, erfahren nichts von ihren verbrecherischen Beamten und Politikern, da kein Austausch von Informationen stattfindet. Die Süddeutsche Zeitung bekam im Februar 2022 Informationen zu 30.000 Bankkonten, bekannt als Swiss Secrets, von einem Whistleblower zugesteckt. Schweizer Journalisten hielten sich bedeckt. Journalisten, welche Kundendaten in Medien veröffentlicht publizieren, die durch Verletzung des Bankkundengeheimnisses erlangt wurden, riskieren in der Schweiz bis zu 5 Jahre Gefängnis. Darum sind die Journalisten sehr vorsichtig. Und zwar selbst dann, wenn die Veröffentlichung im öffentlichen Interesse liegt. Also selbst dann machen sie sich strafbar. Was heute in den Medien, vor allem in der Presse herumgeistert, sind Altlasten. Das ist alter Kaffee. Altlasten aus den alten Zeiten des Swiss Wild West Bankings. Journalisten, die in der Schweiz illegal erlangte Daten von Konten verarbeiten, weitergeben, machen sich strafbar. Wie weit geht das Schweizer Bankgeheimnis heute? Wie weit geht das Schweizer Bankgeheimnis im Inland? Für Kunden, die in der Schweiz steuerpflichtig sind, gilt das Bankgeheimnis nach wie vor, auch für Steuerangelegenheiten. Die Steuerbehörden bekommen keine Informationen von der Bank, wenn der Kunde beim Fiskus seine Konten nicht deklariert. Die einfache Steuerhinterziehung ist kein Verbrechen. Reicht der Kunde beim Fiskus gefälschte Dokumente ein, so riskiert er ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Betrug. Und zwar für beides in Idealkonkurrenz. Wird ein Strafverfahren wegen Betrug oder Urkundenfälschung eröffnet, kann sich der Kunde nicht mehr auf das Bankgeheimnis in der Schweiz beim Steueramt berufen. Der Tatbestand des Betrugs ist ein Verbrechen. Das schlägt keine Geiß weg. Somit ist Betrug ein Tatbestand, welcher im Vordatenkatalog der Geldwäschedelikte erscheint. Für Kunden, die in einem der über 100 Signatarstaaten im Ausland wohnen, gilt der automatische Informationsaustausch. Schweizer Banken liefern die Kundendaten an die eidgenössische Steuerverwaltung, welche diese den ausländischen Behörden weiterleiten. Wann wird das Bankgeheimnis aufgehoben? Die Wirkung des Bankgeheimnisses ist nicht absolut. Es gibt überall Ausnahmen. Und zwar hier gibt es 5 Ausnahmen vom Bankkundengeheimnis. Ausnahme Nummer 1. Bei ernsthaftem Verdacht auf Verletzung des Geldwäschegesetzes haben die Banken eine Meldepflicht des Verdachtes an die Meldestelle für Geldwäscherei zu machen. Besser bekannt als Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS in Bern. Die Vortat zum Geldwäschedelikt oder zum Geldwäschereidelikt, in Deutschland sagt man Geldwäsche, in der Schweiz sagt man Geldwäscherei, die Vortat zum Geldwäschedelikt muss ein Verbrechen sein. Vortaten, die als bloße Vergehen, Übertretungen oder Ordnungswidrigkeiten gelten, lösen keine Meldepflicht aus. Ausnahme Nummer 2. Bei Zwangsvollstreckungsverfahren muss die Bank dem Betreibungs- und Konkursamt Kundendaten geben, sofern der Gläubiger die Kontonummer und die Bank kennt. Der sogenannte Sucharrest ist illegal. Sucharrest kommt einer Phishing-Expedition gleich. Auch Gruppenanfragen ausländischer Staaten können das Bankkundengeheimnis nicht knacken. Ohne Kontonummer beißt der Gläubiger in der Schweiz auf Granit, also er muss Bankkontonummer haben und Name der Bank. Ausnahme Nummer 3. Im Zivilrecht sind es vor allem Scheidungen, die Kontoausforschungen auslösen. Auch hier muss der Kläger die Kontonummer und die Bank kennen. Breit angelegte Suchaktionen mit unbestimmten Angaben, sogenannte Phishing Expeditions, sind illegal. Ausnahme Nummer 4. Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen ist nur bei Verbrechen erfolgreich. Verbrechen sind Delikte, die mit Gefängnis von 3 Jahren oder mehr geahndet werden. Also das sind schwerwiegende Delikte. Zudem muss ein ernsthafter Verdacht vorliegen, dass ein Verbrechen begangen wurde. Ausnahme Nummer 5. Neu muss die internationale Amtshilfe bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zugelassen werden, und zwar nicht nur im konkreten Fall. Vielmehr sind auch Gruppenanfragen für mehrere Steuerpflichtige zugelassen. Phishing Expeditions sind allerdings nicht erlaubt. Das Bankgeheimnis zu knacken ist immer noch sehr schwer, verglichen mit dem Ausland. Kennt man die genaue Kontonummer und die Bank nicht, hat man keine Chance. In der Praxis übernehmen Privatdetektive den Fall. Ich gebe Ihnen einen wichtigen Ratschlag. Wenn Ihr Schweizer Bankkonto Opfer einer internationalen Untersuchung geworden ist, müssen Sie einen erfahrenen Anwalt
einschalten oder Sie können uns um Hilfe bitten. Nur ein Anwalt mit spezifischem Know-how und praktischer Erfahrung in ähnlichen Fällen kann Ihnen wirklich helfen. Die rechtliche Unterscheidung zwischen einer Gruppenanfrage und einer Phishing-Expedition ist umstritten. Wir können viel für den Schutz Ihres Vermögens tun. Das Bankgeheimnis zu knacken ist immer noch sehr schwierig, wenn wir hier mit anderen Staaten vergleichen. Ich habe sowohl Ehefrauen wie auch Ehemänner vertreten. So haben zum Beispiel betrogene Ehefrauen keine Chance, zu ihrem Geld zu kommen, wenn sie die Kontonummer und den Namen der Bank nicht kennen. In der realen Welt muss diese Aufgabe von Privatdetektiven erledigt werden, in Zusammenarbeit mit dem Anwalt. Also hier ein Ratschlag an die Frauen, bevor sie sich scheiden lassen, schauen Sie genau nach, wie ist die Kontonummer, schreiben Sie sie auf und schreiben Sie auch den Namen der Bank auf. So haben Sie eine Chance, auf das Geld des Mannes zuzugreifen. Hier ist die Wahrheit. Privatdetektive verfolgen den Kontoinhaber monatelang, bis er einen Fehler macht und die Bank aufsucht. Sie hacken die E-Mails, sie bestechen Bankangestellte, sie durchsuchen den Mülleimer des Kontoinhabers und vieles mehr, bis sie die Kontonummer und den Namen der Bank haben. Ich kenne keine Anwälte, die Mülleimer der Gegenpartei stehlen und durchsuchen. Das machen in der Regel nur Privatdetektive. Wie stark ist die finanzielle Privatsphäre in der Schweiz verglichen zum Ausland? Nirgends auf der Welt ist die Privatsphäre in Finanzangelegenheiten so stark geschützt wie in der Schweiz. Die Schweiz erscheint im Schattenfinanzindex 2022, also im Financial Secrecy Index 2022 des Tax Justice Network auf Platz 2, gefolgt von Singapur auf Platz 3. Die USA ist dieses Jahr erstmals auf Platz 1. Da staunt man, die USA auf Platz 1. Der deutsche Name des Indexes mit Schattenfinanzindex ist wirklich unglücklich übersetzt. Hat doch das Bankgeheimnis nichts, aber überhaupt nichts mit Schattenwirtschaft zu tun. Der Schattenfinanzindex listet 141 Länder auf. Der Index vergleicht Bankkundengeheimnis mit der Bedeutung und Größe des Finanzplatzes. Die Schweiz war für viele Jahre auf Platz 1. 2022, also dieses Jahr, wurde sie von den USA überholt. Insiderinformationen wie diese findet man weder an Universitäten noch in Bibliotheken oder Buchhandlungen und auch nicht im Internet. Wenn Sie Informationen wie diese mögen, vergessen Sie nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und läuten Sie die Glocke. Auf diese Weise verpassen Sie kein neues Video mehr. Transferieren Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg in die sichere Schweiz, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Die Geschichte hat bewiesen, dass Kapitalexportverbote überraschend über Nacht in Kraft gesetzt werden. Geld in die Schweiz bringen ist heute legal. Wer weiß, wie lange noch? Das könnte illegal werden. Bringen Sie Ihr Geld schnell in die Schweiz. Wenn Sie ein Vermögen diversifizieren, verstecken und mit Schweizer Banken schützen wollen, dann lassen Sie mich ein Schweizer Bankkonto für Sie eröffnen. Schicken Sie mir eine E-Mail und ich werde Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Ihr Schweizer Bankkonto wird innerhalb von 10 Tagen eröffnet sein. Wenn Sie eine sehr vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail oder buchen Sie eine kostenlose und unverbindliche telefonische Beratung. Greifen Sie jetzt zu Ihrem Handy und wählen Sie 00414421244404. Wissen Sie, es ist nie zu früh, Ihr Vermögen mit Schweizer Banken zu schützen, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.